Sie wollen mal erzählen, dass ein Björn Höcke in der Mitte der Partei sitzt, so. Ja, wenn der in der Mitte ist, wer ist dann rechts? Hallo, wir sind's. Ich habe meinen Kumpel, den Schanf, mal eingeladen. Wir machen nämlich heute einen Kommentar kommentieren. Es bezieht sich nämlich auf mein Video vom letzten Freitag, nämlich mein Problem mit der AfD. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. In diesem Video habe ich die AfD ein bisschen analysiert. Dabei bin ich auf den Hass der Wähler eingegangen, den Faschismus der Politiker, Feindlichkeit gegenüber Homosexualität, die bösen Flüchtlinge und den Klimawandel und habe alles mit Fakten belegt, also quasi alles nochmal bestätigt, dass es alles echt ist, was ich erzählt habe. Und ja, auf dieses Video habe ich über 900 Kommentare bekommen. Ja, also normalerweise kriegst du... Was? Interaktion? Ich krieg so 50 bis 100 Kommentare, normalerweise, aber da waren es halt über 900, da war halt sehr viel Hass drin, ne? Also... Auch viel Zustimmung, aber halt auch sehr viel vor allen Dingen sehr viel uninformierter Hass. Richtig. Ich weiß nicht, ich habe das so gelesen und so, ich wusste, dass da Scheiße auf mich zukommt, aber als ich das dann gelesen habe, ich dachte, wow, dass die so dumm sind, ne? Das hat mich echt umgehauen. Ich fang mal an mit einem Beispiel, wir gehen mal in mein Profil hier rein. Sehr schönes Standbild. Innerhalb der ersten 48 Minuten wurde mein Video schon widerlegt mit: Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Sonst hätte es im Mittelalter nicht deutlich wärmer sein können als heute. Das hat mich halt geflasht. Also, stehst du daneben und denkst dir so mal: Wie dumm bist du eigentlich? Weißt du, ich habe mehrere Tage an dem Drehbuch gesessen. Ich habe mich mit meinen alten Politiklehrern und mit Wissens-YouTubern, Grüße gehen raus, zusammengesetzt, um das alles nach Fakten zu überarbeiten. Und dann kommt die Leute mit Klimawandel. Eine Sache, die schon lange bestätigt ist, die mehr als offensichtlich ist, ist alles nicht vom Menschen. Weil, wie gesagt, im Mittelalter gab es das auch nicht. Da waren die ganzen SUV-Pferde, die da rumgehen. Ja, Punkt geht an dich, die Party. Du hast mein Video widerlegt. Und ich würde sagen, ich mach mal WhatsApp zu. Ich würde sagen, wir scrollen jetzt einfach mal random durch, okay, die Kommentare und gucken mal, was wir am Ende rausschneiden müssen. Oder was okay. Ich mache einfach mal Neueste zuerst. Oh Gott, das ist immer das Schlimmste. Mein Gott, wut über das Wahlergebnis. Junge, wie multikulti und tolerant bist du eigentlich? Irgendein fundiertes Argument gegen das Programm, gegen AfD? Ja, ich habe es 13 Minuten erklärt. Das ist immer so geil, so, oh, Alter, komm mal mit Fakten rüber. Du meinst wie das, was ich 13 Minuten gequatscht habe und was in der Videobeschreibung steht, alle meiner Quellen? Apropos Hassrhetorik, die linksgrüne Wortwahl ist wohl Antzahn oder die Antifa-Krawalle. Antifa. Antifa. Oder die Antifa-Krawalle-Störung etc. Aber ja, ich hatte vergessen, ist ja gegen rechts, da ist alles erlaubt. Alles, was du darstellst, kommt übrigens von einer über tausendjährigen Geschichte deines so verachteten Landes. Wo habe ich denn mein Land verachtet? Keine Ahnung, das ist immer das Geilste. Und was ich hier tausendfach lese, ist auch so, ja, die Bösen würden rechten, aber die Linken sind ja auch doof, die CDU ist ja auch doof. Ja, natürlich sind die anderen auch nicht gut, aber das ist halt absolute Scheiße. Es ist halt so 10% Scheiße gegen 90% Scheiße. Ja. Das Ding ist halt, was ich auch mal nicht verstehe, so dass du jetzt dein Land hasst oder so. Ja. Weißt du, du hast jetzt das Video gemacht gegen die AfD, ja, quasi gegen scheiß rechtsradikale Wichser und so. Und jetzt kommen die mit, du hast ja dein Land. So, nein, ich hasse nicht mein Land. Nee, ich hasse nur die Idioten. Versteht ihr nicht, dass ich die Idioten hasse? Ja, der findet es gut, dass die linksradikalen Autos anzünden. Wo habe ich das gesagt? Das ist immer so geil. Das ist immer der Umkehrschluss von dem. Ja. Er findet das eine doof, dann muss er das andere gut finden. Nein, wir finden alle Trottel doof. Ja, eben. Genau so saß ich da die ganze Zeit. Hammer, oder? Schlägst dir dauerhaft gegen den Kopf. Ich glaube, das wird jetzt ja ein sehr wehtunendes Video. Links, rechts, Mitte. Deine Meinung ist völlig irrelevant. Niveau, wer nicht tanzt, ist ein Nazi. Verstehe ich nicht. Ich check ich auch nicht. Ich scroll einfach mal wild weiter, wir haben ja genug hier. Wichser, Gaylord. Ja, ich trage einen pinken Pullover. Ich bin schwul, habe ich doch schon gesagt. Ich fand den Spruch mitten gegen Ende des Videos mit seinem pinken Pulli, fand ich übrigens... Ich habe mir den... Fand ich übrigens mega gut, dass du einfach rausgehauen hast. So, ja. Überraschung, ich bin übrigens nicht schwul. Ich trage nur einen pinken Pullover. Aber danke, dass du deinen verblödeten Hasskommentar schon dagelassen hast. Ja, sicher. Und wie viele mich hier als schwul bezeichnet haben, die haben halt einfach nichts bis zu der Stelle geguckt, so, weißt du? Ja, das ist voll geil. Und ich weiß ja, dass du eine Freundin hast. Also, das ist totaler Schwachsinn. Halt die Fresse. Und selbst wenn, dann bin ich halt schwul. Ja, Mann. Das ist ja das Geilste. Du kannst uns nicht beleidigen, indem du uns als schwul bezeichnest. Schwul ist Standard, normal, who fucking cares? Ich bin es nicht, aber ich hab nichts gegen Schwule. Eben. Fuck you. Bei Hassalphabet N könntest du ja die NPD dran nehmen. Nee, tut mir leid, ich berichte nicht über Spaßparteien. Kinderzombies mit ideologischen Parolen verbreiten puren Hass und regen sich über Andersdenkende auf. Mein Gott, ist dieses Land verblödet.
Master Jam hat genau den Verstand, den seine Bücher im Hintergrund verbreiten. Passiert irgendwo in Europa ein Anschlag, wird der AfD den Politikern und Medien die Schuld gegeben. Na, alles klar? Mein Gott, lass doch mal Luft in dein Vakuum. Und ich habe mir das durchgelesen und dachte mir, welche Bücher? Das ist das Geilste. So, also der hat wahrscheinlich die anderen Videos gesehen oder so. Aber ich weiß nicht, wo ich mal Bücher im Hintergrund hatte. Und pass auf, ich habe mich kaputt gelacht. Losti, Grüße gehen raus. Du hast die verblödeten 5 ohne mich auf den Markt gebracht. Das ist ja mal das Buch, was wir geschrieben haben. Erinnerst du dich? Du bist ja auch voll das Kind. Wie alt bist du? 27, aber ich kann lesen wie ein 28-Jähriger. Ja, kannst du das nicht. Also diese Scheiße hier, die kann ich nicht lesen. Gute Freunde haben sie. Sie links-grün versiffter Antifant. Das ist auch so, das hat mein Bruder mir mal so erzählt. Das hat er mal in irgendeiner Doku gesehen. Wenn man auf Hasskommentare eingeht oder auf Hater, dann soll man den siezen, weil damit ärgert man ihn. So, also das ist so, wenn ich jetzt dich beleidigen will, aber dich sieze, dann nimmst du dir das noch mehr zu Herzen, so. Und ich mir denke, das haben so viele hier gemacht, so, und ich denke mir, ja, dankeschön. So, ja. Who cares? Ist das nicht die Aufgabe von denen, sich aufzuklären, statt deine? Ich finde das auch immer so geil. Die Leute fragen mich auch bei Tieren zum Beispiel immer irgendwas und ich sag mir immer nur so, bevor du dir ein Tier holst, musst du dich darüber informieren. Ja. Das ist nicht meine Aufgabe, dich darüber zu belehren. Eben. Das, was ich mit diesem Video halt auch machen wollte, ich wusste, dass ich damit eigentlich niemanden überzeugen werde. So, ne? Ist ja Schwachsinn, die lassen sich nicht mitzureden. Guck mal, was sie hier schreiben. Es ging auch vor allen Dingen darum, eine Message vielleicht an die ersten Neuwähler so rauszubringen und mich selber von diesem Gedankengut öffentlich zu distanzieren. Das ist mir halt unglaublich wichtig. Nimm mal einen langen. Lang mit ein paar Upvotes. Das mit den Hasskommentaren ist kein Alleinstellungsmerkmal von AfD-Wählern. Du brauchst dich da nur mal bei den antideutschen Szenen umschauen, zum Beispiel Deutschland verrecke. Dann noch Klimawandel. Diesen Blödsinn kommentiere ich am besten gar nicht. Ja, so, alleine diese drei Dinger schon. Ne? Klimawandel brauchen wir auch nicht zu kommentieren. Das ist halt auf Fakten basiert, was ich da hingelegt habe. Dann das Zweite. Ja, die anderen machen das aber auch so. Nee. Ja, mach das jetzt besser, dass ihr AfD-Typen da so eine Scheiße palabern oder was. Nur weil andere das auch sagen. Die wollen mal erzählen, dass ein Björn Höcke in der Mitte der Partei sitzt so. Ja, wenn der in der Mitte ist, wer ist dann rechts? What the fuck? Früher oder später. Sollen wir das als Drogen nehmen? Ich habe keine Ahnung. Willkommen im Internet, wo jeder die große Klappe hat, aber im Endeffekt nichts tut. B wie Brot. Dieses ekelhafte Brot, das beim Bäcker nur aufgebacken wurde. Also falls es den Buchstaben B nicht bekommt, dann bitte F wie Fabrikbrot. Dafür sollte die AfD sich mal einsetzen. Für gutes deutsches Brot. Brot, das zur Hälfte nur aus Luft besteht. Raus aus Deutschland. Weil das total faktisch ist, dass Brot mit Luft eigentlich das richtige Brot ist. Und die Scheiße, die du beim Bäcker kriegst, die quasi keine Luft enthält, ist eigentlich total schlechtes Brot. Weil das billig hergestellt ist und weil die Deutschen das wollen. Weil die sehen ja nur, dass in dem Brot ja kein Platz gespart ist. Ja. Und das ist dann gut. Das ist aber totaler Schwachsinn. Richtiges Brot geht vernünftig auf und hat Löcher. Das ist und so witzig. Schmeckt doch einfach besser. Ja, tausendmal. So, hier lernt ihr noch was. Ich informiere mich. Ja, die Sache ist, soweit gucken die Leute, die von der AfD kommen, halt eh nicht. Ne? Die werden jetzt schreiben, ah, so ein Hurensohn mit blauen Haaren und einer mit roten Haaren. Ja! Das ist alles voll die... Oh, der hat voll die scheiß Haare. Genau, weil die Haare auch über meine Persönlichkeit was aussagen. Außer, absolut, dass ich auch mal spontan blaue Haare stehe, die dringend mal nachgefärbt werden sollten. Ja, aber ich finde das immer so krass. Dass, ich meine, selbst wenn du nicht die AfD wählst oder selbst wenn du sagst so, ja, ich möchte auch nicht die Linke wählen. Ich meine, ich weiß ja, dass in quasi jeder Politik Idioten sitzen, aber es gibt halt eine Anhäufung von Idioten in gewissen Parteien. Ja, und der AfD-Teil, der geht halt in eine immer schlimmere Richtung, ne? Und du siehst es ja auch an den Leuten, die hier so die interessieren die Fakten ja halt überhaupt nicht. Direkt Dislike. Ja, direkt. Schön und direkt Dislike. Weil ich erstens AfD-Wähler bin und zweitens ich es nicht mehr hören kann, wie Leute die ganze Zeit nur gegen die AfD bashen. Null innovativ, null lustig. Nicht das, was ich auf diesem Kanal erwarte. Es ist immer total witzig, so la 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 la. Wenn so viele Leute mittlerweile immer mehr und mehr und mehr dagegen tun, muss es doch irgendwo mal ein bisschen Hand und Fuß haben. Ja. Muss es da nicht einfach mal zum Denken anregen? Ich frage mich vor allen Dingen, wurde das jetzt denn eigentlich in irgendeinem AfD-Forum geteilt? Oder sind das meine Abonnenten, die das hier geschrieben haben? Nein, es sind definitiv ist in mehreren AfD-Forum geteilt worden. Da kannst du drauf wetten. Ein YouTuber mit gefärbten Haaren über Politik. Diese rote Strähne kann doch keiner ernst nehmen. Ja, was hat das denn damit zu tun, was ich für auf den Kopf trage? Was ist dein scheiß Problem mit meinen Haaren, ey? Ich laufe halt so rum, das ist mein fucking Markenzeichen. Du hast gefärbte Haare, deine Kommentare sind nicht zureichend. Zurechnungsfähig. Willst du, dass die deutsche Sprache raussteht? Möchtest du deinen eigenen Kommentar vorlesen? Das schaffst du schon mit deiner Rechtschreibung.
alles in allem habe ich das in den Kommentaren wieder gelesen, was ich halt schon vorher erwartet habe. Also ich wusste genau, dass diese Sachen da drunter stehen. Das kommt jetzt auch nicht überraschend und ich denke mal, dass wir nicht großartig die Meinung einiger ändern werden, aber vielleicht denken mal ein paar Leute vielleicht darüber nach. Nee, keine Ahnung, es ist schwierig, darauf ein Fazit zu bringen, weil unter diesen Kommentaren wird halt jetzt auch wieder sich der Hass anhäufen und... Ich möchte mal ganz kurz eben was beweisen. Ja. Hier sind übrigens Quellen. Ja, und da ist alles belegt, was ich in diesem Video behauptet habe. Und wenn du mich für einen Lügner hältst, so, dann... Keine Ahnung. Dann bist du so dumm, dass du nicht mal den Button findest, wie man eine Videobeschreibung aufklappt. Und dann ist eigentlich alles schon gesagt. Zeig doch einfach mal, dass du mehr sein kannst als ein... Arschloch. So, dann reden wir weiter. So, ich würde sagen, peace out, wir sind draußen. Haut rein, Daumen drauf, nicht vergessen zu abonnieren.